Wird immer dümpfer. Duck. Unheimlich wunderbar. Hm. Können Sie schon die Knasper Nuspi? Hier brauchen Aber dabei sind doch die Mini-Knusper-Knaspi unheimlich wunderbar. Können Sie schon die Knasper-Nuspi? Aus, noch weiter. Eins. Eins. Und weiter wird gegessen Knusper-Knaspi. Die Mini-Knusper. Sie knuspern in die Ohren. Traumhaft. Aber die Intensität regeln. Kann man. Bam. Das geht. Hey. Da wird's immer? Wird immer dümpfer. Duck. Duck. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein Schüssel. Ein Schüssel. Kompott. Ja, guten Abend, liebe Freunde aus E3. Hier spricht der Disc-Jockey Joe Valentin. Ganz exklusiv auf Welle 3 wie immer. Es ist 23:01 mit einigen Sekunden Verspätungen. Wie immer beginnen wir. Sie hören den Beatles mit Fuller und der Hill. Gott sei Dank, dass es mir einfällt. Und ganz was Besonderes und freut sich. Wir haben unseren Beatle Paul McCartney neben uns und werden kurz einige Fragen stellen. Paul, wie bist du nach Wien gekommen? Ach ja, ich bin geflogen. Ja, sehr gut, das freut uns. Das gibt es schon. Ja, das gibt es über die Wolken. Und was halten Sie von der Nostalgiewelle? Ach, verdammte Scheiße. Sehr gut, Sie sehen, Paul McCartney kann sehr gut Deutsch. Und wir blenden jetzt sofort ein, es kommt Uriah Heep and the Wizard. Mit einem Namen. Ja, und der Wecker zeigt an. Ja, genau, sie ist das Sun going down. Sing the birds spinning round. Yeah, sing a dance to her. She took a job and go. Yeah. Yep. Sisters. Eins, zwei, one, two, hall. Das sieht man nix. Eins, zwei, one, two. Eins. Schöp. Das stimmt. Eins, zwei, one, two, hall. Schöp. Eins, zwei, one, two. Hall. Schnellsten Arme noch. Ja. Jetzt soll es wieder dauern. Dauernd. Ja, das ist ja nicht wieder.
Aus, jetzt ist wieder da. Sag jetzt, gell? Yo.